Heute möchte ich euch mitnehmen zum Deepcool GTE GameMax CPU Kühler und zwar zum Einbau. Mal so ein kleines Einbauvideo. Alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr eingecheckt habt auf Darkies Hardware World. Hier ist wieder euer Darky. Ja, heute möchte ich euch mal den GameMax GTE von Deepcool etwas schmackhaft machen. Schöner kleiner RGB-Kühler. Und dazu möchte ich euch gerne mitnehmen in unserer neuen Reihe von unserem neuen Projekt. Und den werden wir mal einbauen, ob das leicht geht oder nicht, aufs Board verbauen, weil das habe ich im Endvideo des Gaming-PCs nicht gezeigt. Deswegen machen wir hier nochmal ein extra Video von. Und dazu möchte ich euch herzlich einladen. Ich hoffe, ihr habt Lust und Bock, euch das mal reinzuziehen, damit man mal weiß, wie wird der auf dem ARM4 überhaupt verbaut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich hoffe, ihr seid dabei und möchte euch gerne mitnehmen zum Hardware-Check. So, als erster Rat, macht den Wechsel möglichst, wenn das Board ausgebaut ist, sonst habt ihr echt Probleme. Als erstes haben wir hier so kleine Schrauben, ich lege die mal hin, ich hoffe, man kann das so ein bisschen sehen hier. Die müssen dementsprechend pro Sockel dort positioniert werden. Das ist ARM4, das ist es für die anderen Sockel, für die Intel-Sockel hier und hier ist für AMD und ARM4. Die müssen rein und die drehen wir jetzt um. Schauen uns das genau an, welcher das sein soll. In diesem Fall war es der äußere und die müsst ihr da reindrücken. Fand ich jetzt ein bisschen schwierig bei den ersten. Das ein bisschen zu positionieren. Die sollen sich nämlich nicht mitdrehen. Moment, so. Bis die da richtig drin sind. Ah, der ist verdreht. Ein bisschen gerade drehen, dass er genau reinpasst. Und ihr könnt da die reindrücken. Die vier müssen gemacht werden, weil das ist für die Backplate zur Befestigung. Ja. Hier machen wir das genauso. Da habe ich zum Beispiel den verkehrten erwischt. Oder doch nicht. Von der. Doch, die sollen außen hin. Nochmal schauen, auf vergewissern. Da ARM4. Da gehört er hin. Da machen wir das genauso. Und dann habt ihr die drinnen. Und dann wird die Backplate unter das Mainboard positioniert. Die müsst ihr natürlich die alte Backplate bzw. die original entfernen. Das machen wir jetzt. Such das mal, weil der soll so später drauf befestigt werden. Bereite ich das schon mal vor. Dann bis gleich. So habe ich dann doch entschlossen, das Board auszubauen. Das war mir zu viel Zinnober. Ich muss gleich nochmal neue Wärmeleitplatte. Positioniert dieser Halter damit. Man kann es auch innen machen, aber ich muss es sowieso ausbauen. Also von daher ist das jetzt nicht das Ding. Die schraubt da fern fest. Ja, das sind auch so Gummiunterlegscheiben unter. Dann könnt ihr das schon mal nehmen wir alle handfest. Okay, und jetzt mache ich neue Wärmeleitpaste drauf. Na, und dann musste auch erstmal überlegen, wie das, weil die Anleitung ist ein bisschen schlecht gemacht, fand ich jetzt. Na, aber gut, jetzt mache ich mal neue Wärmeleitpaste drauf und dann positioniere ich den Rest. So, das haben wir jetzt getan. Ich nehme das nochmal runter, damit es jetzt natürlich gefasst. Die kommen so rein, die Klammern. Ein bisschen flexibel zum Schieben, damit ihr dann auch die Schrauben reinbekommt. Ist ein bisschen fummelig, muss aber gehen. Dolchi hat heute tatsächlich. Ich drehe jetzt mal die eine an, ziehe die andere an. Und dann befestigen wir mal die kleine Schraube.
müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die jetzt nicht verlieren. So. Oh, ich habe voll den Tatterich heute. Zu viel Kaffee. So, drehen die jetzt. So, ziehen die jetzt an. Hand fest. Jetzt können wir das Ganze über Kreuz anziehen. Also das kann man so einigermaßen sehen. Nehmen den nächsten. Jetzt rüber auf den. Bisschen Druck drauf auf das Ganze. Hat gefasst. Gehen wieder rüber zu dem. Auch handfest. Ziehen wir uns den an. Wirklich gesagt, das ist kein Auto. Ziehen. Alle nochmal nachkontrollieren. Bei Intel ist es ähnlich. Na, ihr müsst nur halt hier, das ist flexibel hier zum Schieben. Sehr einfaches Prinzip. Man kann es auch im Dings machen, wenn es eingebaut ist und positioniert, dann halt die Halteschrauben. Na, wie bei einer Wasserkühlung auch. Also, wie gesagt, ich kontrolliere nochmal alle nach. Okay. So, dann haben wir die das dran. Jetzt können wir die Halteklammer nehmen. Das Teil soll ja nachher in Richtung Bord rausblasen. Und dann halt eben den Kühler positionieren. Na, da haben wir noch mal, das lösen wir noch mal für die RGB ein bisschen. Da kommen wir sowieso nachher. So. Befestigen jetzt die Halteklammern. Innen drinne würde ich sagen. Ist nicht anders wie bei. So machen, dann kannst du mal so oben weggehen, unten weggehen. Ich muss mir das mal genau anschauen. Hätte ich da es am liebsten gern. Reinbauen. Sollte man sich auch vorher überlegen, wann man das tut. So, den einen haben wir drin. Könnte etwas eng werden mit dem Speicher in der Bank, aber nun gut. Ja, man merkt, ich habe schon lange keinen Luftkühler mehr verbaut. Früher war das gang und gäbe. So, eingehängt, ziehen die Klammer rüber, hat auch geklingt, sitzt. So, jetzt können wir den Fernanschluss machen. So, haben wir auch drauf. Und jetzt das mitgelieferte Kabel für die RGB. Natürlich zu lang, das werden wir nachher innerhalb des Ganzen noch mal ein bisschen verkürzen. Sprich, so, hier könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Das Ganze muss ja irgendwie gekennzeichnet sein. Da ist eine Lappe drauf.
Zack. Da steht auch nochmal 12 Volt drauf, also richtig rum. So, meine Kameraführungszeit verziehen war heute scheiße. Gebe ich ja zu. Da ist der 12 Volt und hier ist auch der 12. Wenn ihr euch nicht gewiss seid, ich habe mir noch mal eine Lupe genommen, damit ich es besser sehen kann. Und jetzt positionieren wir das mal drauf. Und dann haben wir das Ganze. Das Kabel werden wir jetzt erstmal provisorisch etwas zusammen machen. Da kommt nachher noch ein richtiger Kabelbinder drauf. Aber jetzt für den erstmal für den, die Vorbereitung ist das erstmal ausreichend. So, dann werden wir das Ding einbauen und dann machen wir natürlich einen kleinen Test, was der Kühler so kann. Na, den ganzen Rechner kriegt er dann hier auch noch zu sehen. Das war jetzt so erstmal die erste Vorbereitung. Hier nochmal als Unterschied, das sind die für die Intel-Systeme, die Klammern. Da sind auch zwei Stück dabei, logischerweise. Na, wichtig ist, dass ihr die Halteplatte vorbereitet mit den Schrauben, das habe ich ja schon gezeigt. Dann die Befestigung anbaut und dann könnt ihr schon mal vorbereitend das anbauen. Und dann werden vorher natürlich Wärmeleitpaste drauf. Kühler sitzt jetzt echt mega fest. Na, das Ganze soll natürlich per RGB sein, also schauen wir mal. Ein bisschen RGB soll dann in den Rechner rein. Gut, aber eins möchte ich noch ganz gerne wissen. Wie sieht es denn mit den Speicherbänken aus? Man kommt gerade dran vorbei. Also knapp, aber man kommt dran vorbei. Das ist ja nochmal wichtig zu wissen. Die positioniere ich mir wieder. Dann ist das Maschinchen schon vorbereitet und dann geht es dann morgen weiter mit dem Gehäuse. Das ist übrigens auch ein Deep Cool. Was gut ist, das wollte ich euch natürlich nicht unterschlagen hier. Hier sind noch zwei Halteklammern bei. Also wer auf die Idee kommt, sich da Push-Pull machen zu wollen, hat jetzt hier die Möglichkeit, das zu tun. Also kann sich jetzt hier noch einen zweiten Kühler dort dran setzen, wem es nicht ausreicht. Okay, dann aber jetzt sehen wir uns dann auch gleich beim Leistungstest. Mal schauen wir und gucken das optisch mal das Ganze unten mal an. Bis dann.
So, da sind wir jetzt zurück von unserem Einbau auf dem AM4. Das ging recht einfach. Also wenn man das Ganze verstanden hat, geht es wirklich recht einfach. Es ist ein gutes System. Der RGB-Anschluss läuft auf dem 12 Volt. Das ist natürlich passend beim MSI Max oder Pro Max, also beim B450 Pro Max oder Max Pro Board, weil das hat nur einen 12-Anschluss. Dafür ist er super geeignet. Ihr müsst also darauf achten, dass ihr, wenn ihr die RGB nutzen will, auch einen 12-Volt-Anschluss haben. In dieser Kombination natürlich eine tolle Geschichte. Die RGB lässt sich in einigen Farben einstellen, also auch nicht schlecht. Hier stimmt auf jeden Fall das Preis-Leistungs-Verhältnis von der Kühlung her. Er ist nicht über 51 Grad gekommen unter Power. Das finde ich sehr gut. Ne, das hat mir sehr gut gefallen, dass man auch einen zweiten Lüfter verbauen kann. Wenn man sich den nachbestellen kann, dann da nochmal ein bisschen Dampf vielleicht drauf. Und das habe ich jetzt nicht ausgetestet. Push-Pull habe ich jetzt nicht ausgetestet, weil das hätte den Rahmen des oder den Preis des Rechners gesprengt. Das wollten wir nicht. Es ist ausreichend für eine Luftkühlung, finde ich das super. Die RGB ist in Ordnung. Man kann also seine verschiedenen Farben einstellen. Habt ihr ja im Video gesehen. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und es war informativ. Wenn es das Ding gewesen wird und Mehrwert gehabt hat, wie man so schön sagt, dann lasst doch ein Abo da, hebt den Daumen in nördlicher Richtung. Ist natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auf dem Intel zu verbauen. Der Satz ist auch dabei. Also von daher für die normalen Sätze findet ihr das. Ich packe euch das Ganze wieder in die Videobeschreibung, auch wenn ihr den Herstellerlink, dann könnt ihr da nochmal nachschauen. Wäre schön, wenn ihr diese Links nutzt oder den PayPal-Button könnt ihr auch nutzen, dann supportet ihr den Kanal, da würden wir uns drüber freuen, weil wir können es in dieser blöden Krise echt gebrauchen. Na? Nur mal so am Rande. Aber ist kein Muss, rein noch freiwillig. Ja, ich hoffe, es hat euch wenigstens gefallen. Das liegt mir sehr am Herzen und ich habe euch ein bisschen unterhalten können in dieser komischen Zeit. Schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem Kühler haltet, würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, Video ist zu Ende. Nächste Video ist natürlich am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, ne? Damit ihr auch kein Video verpasst. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch bedanken und verabschieden. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund oder ein schönes Wochenende auch immer. Euer Daki sagt Tschüss und Bye-Bye. Bis zum nächsten Gaming-Software-Hardware-Check. Schauen wir mal. Quatsch habe ich genug. Aber ich zähle auf euch. Bis zum nächsten. Na, wohin wohl? Hardware-Check.